Leute, sie ist Schauspielerin, Aktivistin, gern gesehener Feature-Gast auf Rap-Alben und eine der frischesten Stimmen, die es im deutschen Pop gerade gibt. Ali Neumann. Ali Neumann hat gerade ihr erstes Album Madonna Whore-Komplex rausgebracht und damit gezeigt, dass sie sich seit ihren Anfängen musikalisch und auch inhaltlich krass weiterentwickelt hat. Ich beschäftige mich zwar sehr gerne mit schweren Themen, die mich emotional belasten in meiner Musik, aber ich musste es diesmal auf eine motivierendere, hoffnungsvollere Art und Weise machen, weil ich einfach Hoffnung und Motivation, als ich das Album geschrieben habe, in meinem Leben brauchte. Warum Ali Neumann einerseits one of a kind und gleichzeitig im deutschen Pop die Künstlerin ist, auf die sich von Rap bis Indie alle einigen können, das seht ihr jetzt mit Interview. Wenn man sich 2021 einen Popstar backen müsste, würde jemand dabei herauskommen, die auftritt wie Ali Neumann. Offen, empathisch, ein bisschen schrullig und dabei immer mit klarer Haltung. Egal ob zu Rassismus, Klimaschutz oder zu hyperglatten Schönheitsidealen. Schmeißt eure Rasierer weg! Alle! Außer die Männer, denen kein Bart steht. 2021 war Ali schwer beschäftigt. Sie hat ihr erstes Album draußen, sie hat ein Label mitgegründet und sie war als Wahlkampfsupport für die Grünen unterwegs. Außerdem war sie vor kurzem mal wieder als Schauspielerin aktiv. In der ARD-Produktion 3,5 Stunden. Ich möchte zurück nach Hause. Aber deine ganze Familie, alle, die dort gelebt haben, sind jetzt tot. Wie bringt Ali Neumann diese ganzen Facetten unter einen Hut? Und wie schafft sie es, in jeder dieser Rollen so einen sauguten Job zu machen? Eine einfache und obvious Antwort: Sie ist einfach krass talentiert. Aber was bei Ali noch dazukommt und meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig ist, sie kann mit Menschen connecten, egal in welchem Umfeld. Das hat sie schon als Kind bewiesen. In Nordfriesland, wo sie aufgewachsen ist, hat sie damals in Altenheim Songs von der amerikanischen Künstlerin Connie Francis performt. Schöne fremde Mann, du bist lieb zu mir. Mit 15 wurde Ali dann zum ersten Mal bei einem Label gesigned, ist extra dafür nach Hamburg gezogen und dann aber wieder zurück zur Schule gegangen. Darauf, sich von, Zitat, Anzugträgern in ihren 50ern sagen zu lassen, wie ihre Musik zu klingen hat, hatte sie keinen Bock. 2018 hat Ali dann ihr Schauspieldebüt gegeben. Und zwar in dem Film Wach. Ey, aus dem ganzen Kram, den du filmst, schneidest du so alles zusammen, machst so einen richtigen Film, so eine Stunde oder so. Und dann packen wir ihn auf YouTube und dann werden wir Megastars. Wach wurde von Kim Frank gedreht, den manche von euch vielleicht noch von seiner Band Echt kennen. Denn du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für Kim Frank hat übrigens auch bei Alis Video zum Song Frei Regie geführt. Ich hätte viel lieber nur Cheerleader in meinem Kopf. Der Choir feiert, wenn deine Leier stoppt. 2018 kam dann auch Alis erste EP Hohes Fieber raus. Hohes Fieber treibt mich quer durch unsere Memoiren. Uns beiden ist doch nie etwas Böses widerfahren. 2019 erscheint dann die Monster-EP und der Feature-Part, mit dem manche von euch Ali Neumann vielleicht entdeckt haben. Zeit steht von Trettmann. Die Zeit steht still und ich kann tun, was ich will. Hallo Zeit, lang nicht mehr gesehen. Und nein, ich will noch nicht nach Hause gehen. Auch richtig stark, ihr Part auf dem großartigen Athen-Album von Max Herre im selben Jahr. Oh, wie frei. Dass die damals noch relativ unbekannte Ali von so erfahrenen und etablierten Künstlern wie Trettmann und Max Herre gefeatured wird, ist schon beeindruckend. Und wie krass sie auf den Tracks abliefert, zeigt, wie vielseitig Ali Neumann künstlerisch ist. Dass Ali Neumanns Stimme und Style so gut zu Rap passt, ist nicht selbstverständlich. Sie selbst hatte nämlich nie so wirklich eine Rap-Phase, hat sie uns erzählt. Ich kann das Wort Rap nicht mal richtig aussprechen, leider. Habe aber immer viel Hip-Hop gehört und einmal auch versucht zu rappen. Dabei festgestellt, es ist einfach eine eigene Disziplin, eine sehr herausfordernde Kunstform, was Lyrik angeht und was Flow angeht.
Und ich überlasse das lieber den Profis und freue mich sehr, wenn mich Profis anrufen und ich mit denen zusammenarbeiten darf und denen zuhören kann, wie die flowen. Dafür, dass Ali so gute Rap-Connections hat, finde ich es interessant, dass auf ihrem Album kein einziges Feature drauf ist. Stattdessen geht das Ganze deutlich mehr in Richtung Funk. Die Jungs in meiner Stadt sind Porsche, schalten, rauchen leere Worte. Aber du machst kein Lärm und kein Dreck, du bist anders als der Rest. Diesen neuen Style kann ich auch appreciaten, aber irgendwie fehlt mir manchmal so ein bisschen die Wucht ihrer früheren Sachen. Wie geht's euch damit? Schreibt's in die Kommentare. Eine weitere Connection in die deutsche Rap-Welt ist Alis diepe und süße Freundschaft mit Nura. Die zwei feiern und supporten sich gegenseitig und haben für Nuras neues Album Auf der Suche gemeinsam einen Song gemacht. Gegen Onanie, auf der Straße protestieren. Wie fühlt es sich an, wenn andere über dich regieren? Mein Video über Nura findet ihr übrigens hier. Mit Nura hat Ali vieles gemeinsam. Das politische Engagement und den Humor. Und beide sind das, was man im Englischen eine People's Person nennt. Also mir geht's jedenfalls so. Wenn Ali redet, höre ich einfach super gern zu. Ich finde, in den 80er Jahren zum Beispiel gab es ja ganz andere Sachen auf dem deutschen Markt. Auf einmal hatten wir Trio und Spliff und Nina Hagen und oder Nena. Ich meine, das war der größte Mainstream-Pop und die höchst politisch gewesen. Mhm. Und jetzt, natürlich gibt's, also ich kann das überhaupt nicht pauschalisieren, das ist ja nicht mit allen so, aber natürlich. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, so Jan Böhmermanns, Max Giesinger ist später hier zu sehen. Und so lässig und verständlich, wie Ali über ihre musikalischen Vorbilder redet, so verpackt sie auf total organische Art gesellschaftliche und politische Inhalte in ihre Songs. Wer diese Vorbilder sind, haben wir euch hier bei Insta zusammengestellt. Der Albumtitel Madonna Whore-Komplex bezieht sich auf eine Theorie vom Psychologie-Pionier Sigmund Freud. Die besagt, verkürzt gesagt in etwa, Frauen werden von manchen Männern entweder als Huren und Sexobjekte oder als Madonnen bzw. Mutterfiguren wahrgenommen. Diese unterkomplexe und sexistische Wahrnehmung von Frauen existiert in unserer Gesellschaft leider auch heute noch. Und deswegen will Ali dagegen ansingen. Die Message von meinem Debütalbum Madonna Whore-Komplex ist: Ciao Ängste, ciao Selbstzweifel, ciao gesellschaftliche Normen und Rollenbilder. Denn ich kann alles sein, was ich möchte und alles auch gleichzeitig. Denn ich bin nach einer Hure, wenn ich nicht, was du willst, tue. So banal, jetzt wo ich bin. Madonna, ho, komm, bleib. Ali Neumann reflektiert sich selbst und ihre Identität und Werte permanent. Sie hat als Kind einer polnischen Mutter eine Migrationsgeschichte und engagiert sich für die dortige queere Community. Außerdem hat Ali auch jüdische Wurzeln. Die lässt sie mittlerweile in ihre Konzerte einfließen. Shane wie die Livonne ist ein jiddisches Lied von Josef Rumschinski. Hatte ich bis vor kurzem null auf dem Schirm. Genauso wenig hatte ich einen Plan, was der Madonna-Whore-Komplex ist. Und das feiere ich so an Ali Neumann. Egal was sie macht, sie nimmt die Leute mit. Sie nutzt ihre Plattform, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die ihr wichtig sind. Und postet nicht nur auf Insta, sondern geht auch los und macht was. Zum Beispiel, wenn es um die Struggles von obdachlosen Menschen geht, vor allem zu Beginn der Pandemie. Deshalb sind wir jetzt gerade jeden Tag unterwegs mit Lebensmittelgutschein, stundenlang auf der Straße und teilweise mit Lebensmittelspenden, die wir bekommen, von zum Beispiel der Tafel, und verteilen die. Und sonst versuche ich halt aufmerksam zu machen, medial auf das Thema. Auch über sexualisierte Gewalt hat Ali schon sehr emotional und eloquent gesprochen. Frauen, wir reden seit irgendwie 100 Jahren darüber. Wir reden immer darüber. Und wir teilen immer schmerzhaft unsere Erfahrung und wie unangenehm das ist und wie wir das aufarbeiten müssen. Und ich denke, sitzen auch meine männlichen Freunde zu Hause am Tisch und reden so oft darüber, wie wir darüber reden müssen, in was für eine Situation wir leben. Alis Engagement kommt immer genauso natürlich, ehrlich und von Herzen wie ihre Musik. Ich wäre gerne wütend, aber du tust mir leid, weil dir niemand gezeigt hat, was Liebe heute heißt. Da hilft natürlich auch, dass sie einfach eine Type ist.
schlagfertig, lustig und nicht zu unterschätzen mit einer krassen Stimme. Habe ich zuletzt wieder gemerkt, als sie in unserem Podcast zu Gast war, wo wir unter anderem über Madonna geredet haben. Man hat ja oft das Gefühl, es gibt irgendwie so eine Dominanzkultur, die so ein Monopolrecht hat, über dich zu judgen und über dich zu urteilen. Und sie macht es einmal frei davon und sagt so, du kannst es mir nicht sagen. Du hast gar keine Handhabe darüber, mich irgendwie zu degradieren oder zu evaluieren. Madonna ist eine von vielen Künstlerinnen, die Ali Neumann inspiriert haben. So wie Lizzo, Gwen Stefani, Lana Del Rey und die Godmother of Punk, Nina Hagen. Ähnlich wie bei Nina Hagen, Madonna und Co. entwickelt sich Ali Neumanns Style und Sound immer weiter. Und auch ihr Verhältnis zu sich selbst ändert sich ständig. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren dazu gelernt, besser meine Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, ein bisschen weniger People-Pleaser zu sein und für mich einzustehen. Aber meine Schwestern sagen zum Beispiel einfach, ich bin genau der gleiche Otto geblieben. So, I don't know. Kann ich nachfühlen. Ich finde schon auch, dass ich mich in den letzten Jahren verändert habe. Aber mein Bruder würde wahrscheinlich sagen, ne. Wie steht ihr zu Ali Neumann? Hattet ihr sie schon vor dem Album auf dem Schirm? Und wenn ja, wie gefällt's euch? Schreibt's mir in die Kommentare. Eine andere coole Künstlerin, die zu 100% ihr eigenes Ding macht, ist Elli Preis aus Österreich. Mein Video über sie findet ihr hier. Außerdem empfehle ich euch wie immer den Puls Musikanalyse Podcast mit Tamara Gütschl und mir. Da sprechen wir noch ausführlicher mit Ali Neumann über ihr neues Album und die Message, die dahinter steht. Checkt es aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.